Also wir führen heute wieder einen Tag des offenen Denkmals durch, dürfen aber leider nicht in die Fabrik, weil der Eigentümer immer noch kein Interesse hat, weil er zurzeit dabei ist, die historischen Kühlhäuser abzureißen für ein Luxusprojekt, was er der Öffentlichkeit noch nicht sich vorzustellen traut. Und wir versuchen hier heute auch nochmal dazu zu mobilisieren, dass die Leute Ideen entwickeln und Tipps geben, was wir noch versuchen können, um den Denkmalabriss zu stoppen und was zu erreichen, damit es als Berliner Stadt- und Technikgeschichte erhalten bleibt.